Hallo Fans and Friends vom Draußensein. Mein Name ist André Dirk von der Facebook-Gruppe Survival in Deutschland. Es kommen zwei neue Messer von der Firma Odenwolf im Baukasten jetzt online. Und wenn ihr Bock auf eine Messervorstellung vom Kultro und vom Corvus habt, dann bleibt dran. Die Messermodelle, über die wir heute sprechen, ist einmal das altbekannte Cultro. Ich glaube, das sollten vielen von euch ein Begriff sein. Das ist ein wunderschönes Messer und das Ganze kommt jetzt, wie gesagt, im Baukastenformat. Ihr habt da die Möglichkeiten, verschiedene Grifftöne euch auszusuchen, also verschiedene Farbvarianten, ebenfalls verschiedene Klingenbeschichtungen und natürlich, ob ihr einen langen Nagelhau haben wollt oder einen kurzen. Ich persönlich bevorzuge hier diesen langen Nagelhau. Ich finde das optisch sehr schön. Ja, da kommt mal mit. Wir gehen jetzt Tabletop und gucken uns die Messer mal genauer an. Als erstes gucken wir uns einmal das Cultro an. Wie gesagt, es gibt es einmal mit langem Nagelhau. Wie ich finde, optisch sehr schön. Dann gibt es das mit so einem klassischen Nagelhau. Für alle diejenigen, die sich 100%ig sicher sein wollen, dass das Ganze auch 42A-konform ist. Gucken wir uns einmal die technischen Spezifikationen dazu an. Das Cultro hat eine Gesamtlänge von 217 mm, eine Grifflänge von 124 mm, eine Klingenlänge von 96 mm, Klingenbreite beträgt 28 mm und hat ein Gewicht, jetzt hier mit dem Blood Groove, von 162 Gramm. Die Messer verfügen über einen Deep Carry Pocket Clip, über eine Frame Lock Sicherung, die Klinge ist absolut mittig. Für das Messer gibt es einen BKA-Bescheid. Somit ist es also nach § 42a Stand heute führbar. Der Griff ist schön abgerundet und ist aus G10. Der Pocket Clip ist nicht umsetzbar. Das stört mich aber persönlich nicht. Und das Messer fasst sich ziemlich gut. Hier haben wir auch beim Greifen keine großartigen Hotspots. Doch gucken wir uns die technischen Spezifikationen vom Corvus an. Wir haben hier eine Gesamtlänge von 220 mm, eine Grifflänge von 122,5 mm und das Ganze hat eine Klingenlänge von 102 mm und eine Klingenbreite von 26 mm. Das Corvus mit dem Nagelhau, mit dem längeren Nagelhau, hat ein Gewicht von 139 Gramm und das mit dem kurzen Nagelhau hat ein Gewicht von 141 Gramm. Ihr seht, es ist also auch nicht wirklich viel Unterschied. Ihr habt hier vom Klingenfinish ganz viele Möglichkeiten innerhalb der Modellpalette und natürlich habt ihr die Möglichkeiten, euch auch die Grifffarbe passend auszusuchen. Ebenso natürlich, ob ihr eine Lederscheide oder eine Kydex-Scheide inklusive Halterung haben möchtet. Wenn euch für so ein Set interessiert, vergesst nicht, mit SED10, mit dem Code, bekommt ihr nochmal 10% Rabatt aufs komplette Sortiment von Odenwolf. Momentan haben wir da auch noch eine Sonderaktion, das heißt, wenn ihr für 75 Euro bestellt, bekommt ihr noch ein Klappmesser im Wert von, ich glaube, 29,90 Euro. Kostenfrei mit dabei, das müsst ihr euch dann nur mit in den Warenkorb packen. Das Modell und die ganze Erklärung dazu seht ihr wie immer hier unten unter der Videobeschreibung oder im ersten angepinnten Kommentar. So, jetzt seid ihr dran. Welches von den Messern gefällt euch am besten? Das Cultro oder das Corvus? Und gefällt euch das mit kurzem oder mit langem Nagelhau am besten? Welches Klingenfinish würde euch am meisten interessieren? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Ja, meine Freunde, das war's von meiner Seite auch schon wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinem kleinen Video. Wenn ja, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Falls noch nicht passiert, abonniert auch kostenfrei meinen Kanal und vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, um die nächsten Videos nicht zu verpassen.
Ich bin fürs Erste wieder raus. Bis bald im Wald. Euer André.